Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Animal Crossing. Es hat geschneit über die Tage, in denen ich nicht in Randomia war. Hurra! Ja, wir sehen Randomia momentan zum ersten Mal bei Schnee. Und das ist kalt. Da musst du warme Schlüpper schon anziehen. Und was machen wir in diesem Part? Ganz einfach, wir gehen erstmal zum Postkasten und freuen uns wie ein Stein, dass es schneit. Und das ist sehr, sehr weihnachtet. Ja, es ist auch gerade momentan der 11. Dezember und das passt ja wie angegossen. Lesen erstmal die Briefe, vielleicht ist es ja der Weihnachtsmann, aber vielleicht der Weihnachtsmann, Mann. Ich bin der Weihnachtsmann. Hör mal. So, das Museum. Dreimal das Museum, könnte man sagen, ne? Schädel eines Pteranodon. Pteranodon, okay. Ptera. Aha. Wenn das so ist, dann ist das so. Ein Ammonitas. Ach, ein Pokémon. Oh, das ist ja cool. Leute, wir haben Ammonitas bekommen. Das ist ja knackig. Schädel eines Stegosaurus. Ja, hör mal hier. Ja. Was ist das denn? Brief von zu Hause an Kai. Von zu Hause, Mama, ja? Kai, mein Kind. Neulich fand ich ein altes Bild von uns beiden. Ich bin so jung da drauf. Du bist, wie immer, du lächelst auch. Aber ich sage es dir, ich sah damals richtig gut aus. Im Herzen, Jung. Mama. Ja, Mama. Das wollen wir jetzt alle hören, ne? Kai, für deine Einrichtung bekommst du 1783 Punkte. Dein Haus ist sehr geräumig. Es liegt bei dir, ob du es weiter ausbauen möchtest. Ich weiß selber, dass ich noch nicht viel reingelegt habe. Ja, ist okay. Ich bin schlecht. Rainer hat mir geschrieben. Vom rasenden Rainer, hör mal. Hier eine Nachricht vom rasenden Rainer. Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich laufend unterwegs bin. Zu euch komme ich am 11. Dezember um 18 Uhr. Fuck, da arbeite ich. Scheiße! Wer nicht kommt, kriegt nix. Ist das also der Weihnachtsmann? Wahrscheinlich. Ja gut, da muss ich wohl irgendwie die Zeit vorstellen. Weil ihr müsst wissen, wir haben jetzt gerade 13.22 Uhr und um 16 Uhr bin ich bei der Arbeit bis 20 Uhr. Wäre ein bisschen schade. Zit hat mir geschrieben. Kai, hör mal, du bist zwar nett, aber bitte schick mir keine seltsamen Briefe mehr. Der letzte war wirklich reines Kauderwelsch. Sowas macht keinen Spaß. Und tschüss, Zita. Hä? Ihr habt doch gesehen, ich habe ganz anständig geschrieben. Arschlöcher, ey. Verstehen alle keine Briefe. Ich sollte keine Briefe mehr schreiben. Wobei die dann immer sagen, ja, mir schreibt keiner Briefe. Ne? Selber schuld. So, ab zu Tom Nook, der alten Wildsau. Wir verkaufen wieder ein paar Sachen. Ja, hallo bei Super Nook. Ich bin auf jeden Fall am Start. Und du auch? Hoffe ich doch. Total. So, verkaufen wir mal hier schön knackig, die schönen knackigen Dinosaurier-Gedönse. Und das gibt 4000. Ich wette so, also, 72.000 möchte ich heute definitiv bekommen. Also 72.000 sind drin. Oder auch nicht. Komm schon, Alter, 70.000, Mann, 70.000. Ich wollte erstmal 70.000 sagen, da dachte ich mir aber so, nee, ist viel zu wenig. Ja, über 72.000, aber muss man ganz klar so sagen. 72.000. Das Ding ist ja, wir kriegen ja noch weiter Kohle durch die ganzen Sternibeutel, die wir heute finden, ne? Was haben wir hier? Angel und Schaufel. Ist es dein Ernst? Du hast hier... Ach, leck mich am Arsch. Kann ich auch mal eine Schleuder bekommen, oder wie sieht's aus? Meine Fräsen. Ich werde übrigens in Animal Crossing auch eine Heiligabend-Folge machen, beziehungsweise ein Weihnachtsspecial. In dem ich quasi sage, okay, ich schiebe die Zeit vor und da werden wir dann knackige Dinge machen am Heiligen Abend, weil ich will halt schauen, so was geht hier in der Stadt ab. Ist es dann genauso wie hier? Und die Frage ist ja, ne? Bleibt das mit dem Schnee jetzt öfter oder länger? Oh, ein Italienschirm. Nein, du sollst kein Loch graben, du Idiot. Dankeschön. Und Papier, hey. Schön. Müssen wir kein neues Papier kaufen. Aber das Landpapier ist schon durchnässt und richtig kalt. Ich glaube, wir können es wegwerfen.
Naja, egal. Na, also ihr seht, die Stadt ist sehr, sehr krass eingerichtet und hergerichtet für dieses Schneesetting. Da frage ich mich dann, wie wird das sein? Schade. Wie wird das sein? Ist es morgen auch noch so im Schneesetting? Und wenn nicht, ist dann die Verkleidung von den ganzen Bäumen, dann ist sie dann auch nichtig und wird dann abgemacht? Oder wie ist das? Also wenn, ich werde es rausfinden. Schade. Ich hoffe natürlich, dass wir den Stein so schnell wie möglich finden, weil er ist immer eine lästige Sache, wenn wir den finden wollen. Sehr, sehr lästig. So, ich würde sagen, da brauche ich mir quasi nur hier. Nein, nicht da. Kai. Hier, hinter uns. Genau hinter uns. Schade. Nein. Danke. Das Gute ist, man sieht auch bei Schnee die ganzen Fundstellen für knackige Fossilien oder Grabstellen halt, ne? Aber ich glaube irgendwie, ich hab's irgendwie im Urin, dass wir heute richtig Pech haben mit den Steinen. So, zu dir komme ich später. Der hat sich auch nicht gemeldet. Ich habe ihm einen Brief schreiben wollen. Was macht er? Gar nichts. Fuck you. Antwortet er nicht mal drauf. Weißt du, so voll eingebildet. Voll eingebildet. Ich muss dir gar nicht antworten. Aber der rasende Rainer, Alter, ich glaube, der wird echt, sehr important werden. Nein, ich bin weg. Tschüss. Wir reden im nächsten Part. Wir führen im nächsten Part ein Vier-Augen-Gespräch. Oh. Ach, komm schon. Du sollst da graben, Mann. So, sollen wir die Fossilien schon in diesem Part abgeben, eventuell? Ich habe keine Ahnung. Naja, aber wenn ich halt sehe, so okay, die Geräusche sind jetzt schon sehr weihnachtlich, also das Setting ist weihnachtlich, die Musik ist weihnachtlich, da steht ja eigentlich so einem Weihnachtsspecial nichts im Weg. Besonders, ich glaube ja auch persönlich, dass Heiligabend hier richtig was abgehen wird. Also es ist keine Party in dem Sinne, aber ich glaube schon, dass die Entwickler hier sich die Mühe gemacht haben an Weihnachten oder generell an den Weihnachtstagen hier irgendwas einzufügen, ich denke schon. Es wäre schade, wenn nicht, ne? Habe ich da gerade eben Rüdiger gesehen? Der Schnäuzelguy. Hä? Oh. Nein, du bist falsch, Kai. Immer noch. Boah, wir haben aber heute Fossilienglück, ne? Beziehungsweise ist es ja alles berechnet. Bei Schnee gibt's eine Menge. Ne? Wie gesagt, bei Schnee soll ja eine Menge hier zu finden sein. Und ich kann es bestätigen. Hey, Rudolf. Bist du etwa ein Rentier? Weil ich sehe deine rote Nase. Oh. Hey Kai. Für Kleinwüchsige wie dich muss es echt schwer sein, wenn so viel Schnee fällt. Boah, du rassistisches Arschloch. Also dann, Kratz, was führt dich her? Plaudern wir. Einen Job bekomme ich hoffentlich erst im nächsten Part von dir. Das Jahr ist fast vorüber, es ging schnell vorbei. Ich frage mich, wie kalt es in der Silvesternacht werden wird. Boah, daran kann ich mich auch gar nicht erinnern, ne? Ich glaube, letztes Jahr, das war, glaube ich, gar nicht so kalt. Es war okay. Aber ich freue mich schon auf Silvester diesen Jahres. Das Ding ist so, ich bin in so einer Zwickmühle. Erstmal so, meine Mitbewohnerin hat mich und meinen anderen Mitbewohner halt eingeladen, zu sich nach Hause zu kommen, also wo ihre Eltern wohnen, ne? Um da halt da zusammen Silvester zu feiern. Ich würde ja zustimmen. Aber, naja, ich hab mich halt das ganze Jahr so darauf eingestellt, dass wir hier feiern, wie auch letztes Jahr, mit Sekt und einer Shisha und so weiter und so fort, ne? Und, naja, ist halt jetzt eine Zwickmühle. Wir gehen zwar davon aus, dass wir hier feiern,
Also quasi ohne unsere Mitbewohnerin, was halt ein bisschen schade ist, weil, ne, wir würden schon gern zusammen feiern, aber, naja. Es ist halt alles eine Sache der Connections, ne, also ich kenne ihre Eltern jetzt auch nicht so krass und so und, naja. Wir kennen uns zwar, wir sind uns schon häufiger über den Weg gelaufen, aber wir haben jetzt nicht so eine Bindung, dass man sagen kann, okay, komm, wir gehen mal zu den Eltern von so und so hin, ne, und, naja. Deswegen werden wir wohl doch, also mit wir meine ich übrigens mein Mitbewohner und ich, und wahrscheinlich noch einen Besuch zu Hause bleiben, ne? Sehr wahrscheinlich. Je nachdem, wie das mit dem Besuch soweit geregelt wird, ne? Also, wenn der Besuch kommt, dann wird auf jeden Fall hier gefeiert. Wenn nicht, dann müssen wir mal gucken, ne? Ich bin auch jemand, an Silvester feiere ich auch, eigentlich auch nur zu Hause. Also ich hatte bisher kein Silvester, wo ich irgendwo anders war als zu Hause. Ich habe bisher jeden Silvesterabend zu Hause gefeiert. Entweder mit meiner Familie oder jetzt, wenn man so will, mit meiner WG quasi, ne? Richtig, richtig, richtig. Und, ja. Deswegen, ich bin kein Mensch, der an Silvester rausgeht, sondern ich will da echt schon... Ich habe da echt schon das Bedürfnis, zu Hause zu bleiben und halt zu Hause zu feiern, weil, ne, hatte ich mein Leben lang und deswegen wäre das für mich etwas gänzlich Neues, wenn es nicht so wäre in diesem Jahr, ne. So viel dazu. Ja, wir haben auch gerade eben gesehen, wir haben den Stein gefunden und haben dadurch mal wieder ungefähr 13, ja, wir haben eigentlich 13.300 Sternis gemacht, wenn man so, oder 12.300. Voll krass. Hatten wir echt Glück. Ich frage mich zwar, ob es auch irgendwas damit zu tun hat, dass man quasi den A-Knopf spammen muss. In irgendeiner Weise schon. Aber ich glaube, eine richtige... Naja. So eine richtige... Vorgehensweise gibt es da, glaube ich, nicht. Also einfach schnell genug drücken und dann kommen da einige raus. Nur... Wie gesagt, eure Technik ist zwar cool und so, aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie ich das anwenden soll. Ne, quasi, ich stoß doch quasi mit jedem Schlag zurück. Ne, nach zwei Schlägen bin ich halt quasi nicht mehr am Stein. Da muss ich mich wieder dahin bewegen. Und das kostet Zeit, ne? Das ist halt das Problem an der Sache. Deswegen bin ich da so skeptisch. Dass das Hinrennen länger dauert, als dass ich davon jetzt noch irgendwie Sternibeutel bekomme. Deswegen. Nichts gegen euch oder so. Ich würde euch gern vertrauen. Ich vertraue euch natürlich. Klar. Aber es ist halt so eine... Ja, wie soll ich sagen? Es klingt halt so unplausibel. Deswegen. Aber ich muss auch sagen, so das Setting ist auf jeden Fall für die Game-Verhältnisse schon richtig geil gemacht. Aber vom Sound her, ja, auch schon sehr, sehr stimmungsbringend, sag ich mal, ne? Also ich muss sagen, hä? Warum ist das keine Goldschaufel? Ich glaube, ich habe Scheiße erzählt. Ich glaube, die Goldschaufel gibt es in diesem Spiel gar nicht oder wird irgendwie anders geholt. Ich werde jetzt gleich mal googeln, ja. Google, ja. Oh ja. Währenddessen läuft Randome Kai herum und er beschäftigt euch dann währenddessen. Ihr wisst Bescheid. Geh doch durch den Baum durch, du Idiot. Hallo. Du kannst es so machen. Stell die Zeit so ein, dass es Winter ist. Da musst du ein paar Tage lang spielen, bis der Baum gewachsen ist und die Goldschaufel runterschütteln kann. Toll. Oh, es war doch richtig, nur ich hab's verdammt falsch gemacht. Man hätte tagelang warten sollen, nicht einen Tag. Ja, scheiße. Toll.
Daraus entsteht nämlich ein Baum, müsst ihr wissen. Und der Baum sorgt dafür, dass auf dem Baum eine Goldschaufel wächst. Und die kann man dann abnehmen. Und oh, ich bin so dämlich, ne? Ja, sorry, Alter. Okay, müssen wir uns halt jetzt ein paar Tage gedulden, ne? Andererseits, ich warte doch schon 2 Tage. Also, bitte. Was soll das denn? Ein paar Tage steht hier und das sind für mich halt 2 Tage und ich habe 2 Tage gewartet, wisst ihr? Ich habe 1 Tag lang nicht aufgenommen, deswegen komisch. Naja, müssen wir noch mal 3 Tage warten. Also ich gehe mal von 3 Tagen aus. Ist also quasi, um das zu revidieren, genauso wie in Animal Crossing Wild World. Quasi Animal Crossing Wild World hat es aus hier übernommen. Deswegen, na, ihr wisst Bescheid. Ich denke, ich habe momentan alle Grabstellen soweit ausgeschöpft. Jedenfalls sehe ich keine mehr. Bis auf diese ganzen Unkrautstellen echt fast gar nichts, ne? Gut, meine lieben Freunde und Jens, da würde ich sagen, was sagt denn die Zeit? Was gibt die Zeit denn gerade so her, hä? Oh, ist noch jung, der Part ist noch jung. Wisst ihr, was wir da machen? Ich würde sagen, wir bringen erstmal die Post weg. Junge, jetzt hör doch auf. Wir bringen die Post weg. Und werden dann auf jeden Fall knackig, nackig neue Briefe verschicken, ihr wisst Bescheid. So. Brief speichern. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part dann fangen wir an mit den Bewohnerquests oder reden einfach nur mit denen, so wie jeden Tag eigentlich, ne? Oder wie jeden zweiten Tag. Ich hoffe, es ist nicht zu monoton für euch, ne? Könnt ihr mir auch mal schreiben, ob es euch unterhält oder ob es echt manchmal so ein bisschen zu langweilig wird. Und wenn es zu langweilig wird, dann warum? Ich könnte mir vorstellen, es liegt daran, weil wir halt jeden Tag das Gleiche machen. Andererseits, was willst du hier noch machen in diesem Spiel? Du machst quasi jedes Mal das Gleiche, ne? Und das 100 Parts durch. Jeden Tag den Kontakt zu den Bewohnern pflegen, die Stadt sauber halten und so weiter und so fort. So habe ich das kennengelernt und so habe ich das auch beigebracht bekommen. Ne? So, dann schreiben wir mal die Briefe durch und fertig. So, lasst uns schreiben. Na, komm. Brief schreiben. Ich fände es cool, wenn die Option Brief schreiben an vorderster Stelle steht und nicht erstmal so als dritte Stelle und dann man muss dann so runtergehen und so. Ist ja das halt so ein bisschen unnötig. Erstmal 2 Felder runter, drücken. Oh, so umständlich, ne? Gut, meine lieben Freunde und Kinderchen, damit würde ich sagen, wäre es das für diesen Part. Wir sehen uns dann morgen wieder, wo wir mit den Bewohnern reden werden und einige knackige Quests erfüllen werden. Und in der Zeit werde ich hier halt ganz kurz die Briefe versenden. Bis dahin, haut rein, ciao.